Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mitten am Tag halten wir inne. Wir nehmen diese Worte des Lebens und der Hoffnung in unser Innerstes auf. Wir suchen nach Trost und Zukunft in Gottes Wort und im Gebet. Wir tragen die Botschaft des Lebens in die Welt. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, zu unserem Mittagsgebet. Schön, dass wir alle da sind und schön, dass wir gemeinsam diese kurze Andacht zu Mittag feiern. Mein Name ist Ulrike Swoboda. Ich bin Vikarin, Pfarrerin in Ausbildung hier in Innsbruck in der Christuskirche, wo ich gerade stehe. Die Christuskirche in Innsbruck ist eine sehr schöne Kirche, innen wie außen. Sie wurde 1906 fertig gebaut und ist besonders berühmt für ihre vielen bunten Glasfenster. Falls Sie sich für die Motive unserer bunten Glasfenster interessieren, dann können Sie im Anschluss an dieses Mittagsgebet auf unserer Website unsere virtuelle Kirchenführung besuchen. Jetzt aber wollen wir gemeinsam dieses Mittagsgebet feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus der Bibel in gerechter Sprache den Osterpsalm 118. Meine Stärke und mein Lied ist Jahwe. Gott wurde mir zur Befreiung. Der Lärm von Jubel und Befreiung in den Zelten der Gerechten. Die starke Hand Adonais, sie handelt gewaltig. Die starke Hand Adonais, sie ist erhoben. Die starke Hand Adonais, sie handelt gewaltig. Ich sterbe nicht, ich lebe. Und ich erzähle die Taten Jahwes. Hart hat Jahwe mich angefasst, doch dem Tode hat Jahwe mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will hineingehen, will Jahwe danken. Dies ist das Tor zu Adonai. Gerechte gehen hinein zu Gott. Ich danke dir. Du hast mir geantwortet. Du wurdest mir zur Befreiung. Ein Stein, den die Bauleute für untauglich hielten, wurde zu einem tragenden Eckstein. Von Adonai her geschah dies. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, da Adonai es getan hat. Wir wollen ausgelassen sein, uns daran freuen. Amen. Die Losung für den heutigen Donnerstag, den 16. April, steht im Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel und ist ein Weheruf. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Ich denke, momentan halten sich nicht besonders viele Menschen für klug und weise. Ungewohnt ohnmächtig schauen wir in die Zukunft. Kaum jemand traut sich zu sagen, wie es in den nächsten Wochen, geschweige denn in den nächsten Monaten, weitergehen wird. Das Coronavirus hat alle Planungen für die nähere Zukunft einfach über den Haufen geworfen. Sich in dieser Verunsicherung für klug und weise zu halten, ist schwierig. Gleichzeitig schauen wir ganz erwartungsvoll zu den großen Denkerinnen und Denkern in der Wissenschaft, im Labor, vor den Statistiken. Aber das scheint ja nach unserem heutigen Wehruf erlaubt zu sein, andere für klug und weise zu halten. Nur nicht sich selbst soll man im Denken überhöhen.
Wie kann man sich davor bewahren? Indem man denkt und gleichzeitig an Gott glaubt. Der denkende Glaube hat nämlich einen großen Vorteil. Er rechnet ja mit dem Unentdeckten. Er rechnet mit dem Wunder im Alltag. Ohne hinters Licht zu führen oder sich und den anderen etwas vorzumachen, denkt der Glaube stets an das Mögliche und an die Offenheit der Zukunft. Niemals für sich allein, sondern immer mit und für die anderen. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist gekommen, um uns Menschen zu suchen, dass unser Denken und unsere Seelen wieder aufatmen und leben. Wir beten für alle Menschen, dass sie dich nicht vorübergehen lassen. Wir beten für alle, die die Zukunft fürchten, dass sie vertrauen. Wir beten für alle, die gescheitert sind, dass sie neu beginnen können. Wir beten für alle, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. Wir beten für alle Menschen, die in dieser Welt leben, zwischen Angst und Hoffnung. Und gemeinsam beten wir mit jenen Worten, die Jesus uns anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe bahnt sich den Weg. Wir gehen den Weg mit. Gott schenkt uns Hoffnung und Zukunft. Gott, der Vater, der uns ins Leben ruft. Gott, der Sohn Jesus, der uns unvergängliches Leben schenkt. Gott, der Heilige Geist, der unsere Kraft zum Leben ist. Und so geht in diesen Tag als die Gesegneten des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.